Bombenangriffe, heulende Sirenen, die Flucht in den Bunker, die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten ist auch für viele ÖsterreicherInnen, die in Israel leben und arbeiten, eine schwere Belastung. Wie ihr Alltag derzeit aussieht, haben sie Wolfgang Schneidl geschildert. Mitten in der Nacht werden derzeit die Bewohner Israels von heulenden Sirenen aufgeschreckt. Dann müssen sie in die Schutzräume fliehen, schildert der aus Steyr stammende Trainer der israelischen Fußballnationalmannschaft Willi Rutensteiner, der nördlich von Tel Aviv lebt. Das bedeutet, so schnell wie möglich, 90 Sekunden spricht man hier, sollte man im Safety-Raum sein. Sie können sich vorstellen, dass da jeder läuft und möglichst schnell sozusagen einen Platz in diesem Raum haben will. Und man sieht förmlich auch die Angst in den Gesichtern, dass irgendetwas passiert. Der Alltag jedes Einzelnen ist davon stark betroffen. Ja, der war schon, also die letzten Tage, weil es sehr heftig gewesen ist, lahmgelegt. Man bleibt da zu Hause, arbeitet sozusagen vom Homeoffice. Die Fußballspiele, wir hätten Cup-Semifinalspiele gehabt, wurden abgesagt, verschoben. Auch der Sohn der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde in Linz lebt und arbeitet in der Nähe von Tel Aviv. Diesmal ist es schon heftiger, als es zuvor war. Und das war insofern schon ein bisschen überraschend. Also ich habe erwartet, dass es nach einem Tag wieder vorbei ist, wie es davor der Fall war. Aber ich glaube, es geht jetzt etwas länger und ich erwarte schon, dass es uns vielleicht ein, zwei Wochen noch mindestens verfolgen wird. Die Präsidentin selbst steht in ständigem Kontakt mit den Familienangehörigen und mit vielen Freunden in Israel. Die wohnen neben einer arabischen Ortschaft, aber eben in Israel. Und mit denen haben sie gute Nachbarschaftsbeziehungen immer gehabt und sind einkaufen gegangen, einer zum anderen. Und so weiter. Und momentan ist das so brandgefährlich. Also das ist ganz unmöglich, das zu machen. Eine Rückkehr nach Österreich aufgrund der Ereignisse schließen die Oberösterreicher, die wir erreicht haben, derzeit aus. Sie hoffen, dass sich der Konflikt nicht noch weiter ausbreitet und wieder Ruhe einkehrt.